auf den letzten Platz gefüllte Helmut-List-Halle inmitten der Grazer Smart City wurde heuer Schauplatz des von der steirischen Wirtschaftsförderung SFG ausgeschriebenen Fast Forward Award. Dieser Preis wird an besonders ideenreiche und mutige steirische Unternehmen verliehen, die den Begriff Innovation ein lebendiges Gesicht geben, so Geschäftsführer Christoph Ludwig. Was ist für die SFG die größte Herausforderung für den Fast Forward? Da fragen Sie mich jetzt so was wirklich Spannendes. Also die Herausforderung ist zuerst einmal zu schauen, dass viele Unternehmen innovative Projekte einreichen. Und dann ist es schwierig, weil die Projekte sind ja wirklich ausgezeichnet, dass man dann aus diesen hervorragenden Projekten das Beste aussucht. Die Bewertung aller Einreichungen erfolgt durch das Industriewissenschaftliche Institut, kurz IWI, welches eine Shortlist mit 30 Projekten erstellt. In 5 Kategorien samt einer Sonderkategorie klassifiziert, entscheidet nun eine Fachjury mit Vertretern aus der Wirtschaft und Wissenschaft über die Sieger der 5 Hauptkategorien, sortiert nach Unternehmensgröße. Aber nun zu den Gewinnern. Erstens, EaseLink hat eine vollautomatische Ladetechnologie für E-Autos ohne lästige Ladekabel entwickelt. Diese verbindet den Fahrzeugboden mittels Connector und Pad mit der Stromquelle. Schnell und einfach für private Garagen, öffentliche Parkplätze nachrüstbar, soll EaseLink als Ladestandard den Markt erobern. Zweitens, das Flaggschiff-Projekt von SCOTY und der Europäischen Weltraumbehörde ESA ist eine neue Satellitenkommunikationsanlage, die das fallweise Verschwinden von Flugzeugen auf dem Radar verhindern wird. Drittens, der Waggon-Tracker der BJ Monitoring GmbH bringt die Digitalisierung auf Schiene. Die automatisierte Verfolgung eines Waggons ist mittels autonomer Stromversorgung jetzt auch beim Bahnverkehr möglich. Viertens. Immer kleiner werdende Prozessoren und Mikrochips entwickelt AT&S aus Leoben. Damit existiert die nächste Generation von High-End-Leitplatten bereits jetzt. Fünftens. Die größte Herausforderung bei der Entwicklung neuer Gas- und Dual-Fuel-Motoren sind die extremen Belastungen für Sensorik und Datenübertragung. Das Large Engines Competence Center, kurz LEC, hat dafür genau die passende, hochflexible, robuste Sensorlösung entwickelt. Zu guter Letzt wurde der Sonderpreisträger für regionale Wertschöpfung direkt vom Saalpublikum während der Live-Sendung gewotet und ermittelt und ging an die Octagon GmbH. Das patentierte Strainbed ist unter den Dehnungsmesssensoren einzigartig. Es ist durch seine geringe Anzahl an Fehlmessungen und seiner leichten, zeitsparenden Verwendbarkeit herkömmlichen DMS-Sensoren weit voraus. Wie auch Landesrätin Barbara Aibinger-Miedl feststellte: Der Fast Forward Award ist der Wirtschaftspreis des Landes und gibt uns die Möglichkeit, einmal im Jahr die innovativen Unternehmen, die wir in der Steiermark haben, vor den Vorhang zu holen. Und das Beeindruckende ist, dass das vom Kleinstunternehmen bis zum Großunternehmen wirklich in allen Unternehmensgrößen stattfindet. Und darauf kann die Steiermark sehr stolz sein.